Leckern. Sammy, was hast du da? Ich will auch einen. Wo ist sie? Ich weiß ganz genau, dass ich sie hier hatte. Juhu, da ist sie. Ich werde einen köstlichen Donut essen. Oh, ist das eine Socke? Wie geht's? Sam, sind sie wenigstens sauber? Hey Leute, heute werden wir eine super duper Donutmaschine bauen. Was? Donut? Ich liebe Donuts. Leute, habt ihr schon mal Snackautomaten gesehen? Diese Bastelei ist sehr ähnlich wie diese. Ich bin bereit und ausgerüstet. Wo fangen wir an? Zuerst stellen wir Teile für die Münzkassette her. Warte, warte. Nicht mehr bezahlen, um einen Donut zu bekommen? Dem habe ich nie zugestimmt. Natürlich, Sammy. Wie in einem Laden. Es gibt viele Teile. Wirst du mir helfen? Nun, wenn das so ist, natürlich werde ich dir helfen. Ich liebe es, mit Karton zu arbeiten. Leute, nicht abhauen, okay? Ich bin gleich wieder da. Lasst uns diese Teile zusammensetzen. Tut, was ich tue. Wenn du die Teile verklebst, drück sie ein wenig zusammen. Genau so. Der erste Teil ist fertig. Aber es wird noch viele mehr geben. In unserer Maschine befinden sich Dutzende von Kleinteilen. Das war einfach. Vielleicht hast du eine schwierigere Aufgabe. Okay, Meister Sam. Ich werde mir etwas einfallen lassen, was für dich interessant sein könnte. Ich will eine super harte Aufgabe in dieser Bastelei. Schließlich bin ich ein Donut-Experte. Nun, das ist neu. Komm schon, erzähl uns etwas Spannendes. Eine Sekunde. Also, Fakt Nummer 1. Der Weltrekord für die größte Schachtel Donuts ist eine Box mit 2700 Donuts. Wow, ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Aufwand es kostet, sich alle dort hineinzulegen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Mühe es braucht, die alle zu essen. Ich würde nicht mal 5 essen. Oh. Leute, liebt einer von euch Donuts so sehr? Schreibt dein Lieblingstopping in die Kommentare. Susi, was machst du jetzt? Ein Behälter, der alle Münzen auffängt, die durch den Münzschacht fallen. Sammy, könntest du mir eine große Büroklammer besorgen? Kein Problem. Ich hoffe, ich kann eine finden. Oh, Gott. Susi, was ist, wenn sie mich beißt? Keine Sorge, Sammy. Da, ich habe sie genommen. Geht es dir jetzt besser? Oh, ich weiß nicht mal. Wenn mir jemand einen Donut geben würde, würde ich mich sehr schnell erholen. Sammy, ich befürchte, dass Süßigkeiten dir Bauchweh verpassen werden. Warum nimmst du stattdessen nicht etwas Obst? Es ist auch süß, aber es enthält auch eine Menge Vitamine. Okay, dann esse ich einen Apfel. Ich glaube, ich habe einen in der Küche gesehen. Seht mal, Leute, das ist ein Teil des Münzautomaten. Ich benutze Zahnstocher mit abgeschnittenen Enden und Hälften von Zahnstochern, um den Mechanismus zu befestigen. Köstlich. Nicht schlechter als Donuts? Wie auch immer. Es gibt einen legitimen Tag im Jahr, an dem ich einen Donut essen muss. Wirklich? Was ist dieser besondere Tag? Was meinst du damit, Susi? Es ist der jährliche nationale Tag des Donuts. Kein Witz. Leute, wusstet ihr von diesem Feiertag? Sam hat heute einen echten Lauf. Stimmt. Leute, wir montieren den unteren Teil unserer Maschine. Ich hab's gefaltet. Es sieht aus wie eine Rutsche. Das tut es. Donuts werden herunterrutschen. Wusch. Direkt in meinen Mund. Ich hoffe, es wird noch etwas für mich übrig bleiben. Leute, wir sind dabei, die Wände aufzustellen. Sammy, könntest du eine Wand für unsere Maschine holen? Sie sehen alle gleich aus. Ich konnte sie fast nicht finden. Du bist so mürrisch, Sammy. Aber du hast die richtige. Eine Wand ist fertig. Sie sieht gut aus. Schau, Susi, ich habe auch einen Teil für unsere Bastelei gemacht. Gute Arbeit. Leute, Sam und ich haben die Maße für alle Teile aufgeschrieben. Bastelt mit uns gemeinsam. Jetzt werden wir die inneren Trennwände anbringen. Auf der einen Seite werden wir unseren Münzautomaten haben. Auf der anderen Seite werden Donuts darauf warten, dass sie dran sind. Sammy, sag uns, was wir als nächstes tun werden. Was ist das, was wir tun müssen? Ah, richtig. Wir sollten eine weitere Wand etwas abseits der inneren Trennwand einrichten. Das ist richtig. Wir wiederholen die Schritte. Erinnerst du dich an sie? Zuerst tragen wir etwas Kleber auf. Dann stellen wir die Wand auf. Genau hier. Fertig. Wir werden Donuts in diesem Teil hier haben. Und die Münzen werden hier hineinfallen. Zeit, die Wände aufzustellen, um die Box an ihrem Platz zu halten. Sie werden verhindern, dass sie sich im Inneren der Maschine verschiebt. Sam, was machst du da? Ich möchte, dass der Kleber vollständig aushärtet. Würde ich helfen? Vielleicht. Lass es uns herausfinden. Lass mich versuchen, es zu härten. Ja, das hast du wirklich gut gemacht, Sammy. Cool. Wir werden die beste Donutmaschine der Welt haben. Da-da-da-di-dam-dam! Wir haben bereits zwei Holzstabhälften und dieses Teil hier geklebt. Ich habe mich noch nie so sehr um Donuts bemüht. Gut gemacht, Sammy. Du hast alles ausgeschnitten. Ich liebe Süßigkeiten zu sehr und ich leide deswegen. Ach komm schon. Ich weiß, du machst gerne Kunsthandwerk. Übrigens,
Weißt du schon, wie wir unsere Maschine dekorieren können? Ui, ich hätte es fast vergessen. Richtig. Oh, hier sind sie, meine Süßen. Ich bin gleich wieder da. Sam ist wirklich gut im Dekorieren. Findet ihr nicht auch, Leute? Bald wird es hier so viele köstliche Donuts geben. Übrigens, welche Art von Donuts mögt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Tada! Ich finde, es sieht sehr cool aus. Ich frage mich, wie es Sam da drüben wohl geht. Sammy hat es geschafft. Voila! Wir müssen einen Platz für diese appetitlichen Donuts finden, sodass sie jeder sehen kann. 1, 2, 3. Hier sind unsere Wände. Das werden unsere Seitenwände sein. Wunderschön. Interessant. Es gefällt mir, Susi. Es läuft einfach großartig. Hm? Was hast du da, Sammy? Was? Ich schätze, ich bin schmutzig geworden, während ich ausgeschnitten habe. Donuts. Das ist Puderzucker. Nun, Mr. Schleckermaul, ich habe dich auf frischer Tat ertappt. Nun, ich war ganz einsam da drüben. Er war wahrlich verängstigt und traurig. Also habe ich ihn gegessen. Versuch nicht, Ausreden zu finden, Mister. Ich kenne all deine Tricks. Wie auch immer, ein Donut wird dir nichts anhaben können. Und da du einen schönen Snack hattest, hilfst du mir jetzt mit dem Basteln? Nee, mal zur Rettung. Was soll ich tun? Ich werde den Donut-Lagerraum fertig machen. Und dann machen wir unsere Maschine zusammen fertig. Fertig. Nun Leute, macht euch bereit für den letzten Teil. Los geht's. Bald werden wir ölige Kuchen essen. Dum, 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 dum. Ölige Kuchen? Wo hast du das gehört? Was? Das weißt du nicht? So nannten sie Donuts in Dänemark Mitte des 19. Jahrhunderts. Du weißt eine Menge über die Geschichte der Donuts. Unser Sammy ist sehr klug, nicht wahr? Wenn ihr interessante Fakten erfahren möchtet, gebt diesem Video ein Gefällt mir. Ich bin dabei, euch den geheimen Teil unserer Maschine zu zeigen. Unsere Maschine akzeptiert keine kleinen Münzen. Aber diese Münze ist in Ordnung und wir können einen Donut bekommen. Cool, oder? Heiliger Bim-Bam, du bist ein wahres Genie. Danke, Sammy. Übrigens, wir müssen 3 Donuts kaufen. Kann ich noch mehr Donuts haben? Darf ich? Sammy, die sind für die Maschine. Wir müssen etwas hineinstecken, weißt du? Oh, richtig. Ich gehe und hole sie. Bin gleich wieder da. Nur 3, Sammy. Nicht mehr. Ich hoffe, er kauft nicht den ganzen Laden. Jetzt kleben wir es fest. Vorsichtig. Und die Außenwand. Etwas mehr. Großartig. Fertig. Ich hab sie. Wow, du bist schon fertig? Super. Jetzt bin ich definitiv fertig. Was sagt ihr dazu, Leute? Vergisst du nicht etwas? Oh, Sammy, was würde ich ohne dich tun? Nun, wir können sicher etwas Dekoration gebrauchen. Susi, wir brauchen einen Zauberspruch. Und hopp. Okay, sollen wir unsere Maschine testen? Sam, leg die Donuts hinein. Fertig. Mmh, köstlich. Judy, kann ich noch ein bisschen haben? Bitte. Klar, Sammy, hier, bitteschön. Dieser hier schmeckt auch großartig. Ich habe ihn probiert. Als ob ich keinen Witz machen könnte. Zeit, sich zu verabschieden, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal und gebt uns ein Gefällt mir. Tschüss, Leute. Kommentiert und sagt Susi, sie soll einen Donut mit mir teilen. Da wartet ein Donut mit Erdbeerglasur auf ihn. Keine Sorge. Tschüss und bis bald.